Hallo Leute und willkommen zurück zu Marvel's Spider-Man. Wir haben Ende im letzten Part damit angefangen, die Nebenquest mit Tombstone zu machen. Und haben da auch irgendwie so einen Gegenmittel-Inhalator hergestellt. Bleib mir aus der Schusslinie, Spider-Man! Und wir gehen jetzt mit zu Tombstone hin und gucken mal auf diese Zeit, Tombstone lahmzulegen. Funktioniert. Der wütende Drogenbaron ertrank allein. Klingt wie ein Gedicht. Wenn du das sagst. Ich war nie so der große Leser. Wie bist du überhaupt an Martin Lee gekommen? Ich bin der Beste. Ich gehe nicht hausieren. Man kommt zu mir. Okay. Weißt du, wenn du dich zusammentun möchtest, können wir echt was reißen. Oh, bin geschmeichelt. Aber dieses Ausnutzen von Leid ist nicht so mein Ding. Ich muss ihn müde machen, dann kommt die Gegendroge. Könnte Tombstone tagelang prügeln, ohne dass er es spürt, ob die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, na los doch! Weißt du noch unser letzter Tanz? Ist dein Knie wieder in Ordnung? Es zieht, wenn es regnet. Sonst super. Nett, dass du fragst. Vor dem Einsatz der Gegendroge muss ich Tombstones Bande ausschalten. Jetzt noch Netze einmal. Nützt nicht viel gegen Kugel. Das ist dein Ende. Ich muss seine Leute ausschalten, dann kommt die Gegendroge. Ich weiß nicht. Magst du mein neues Produkt? Es heißt Grabesstaub. Hast du den Namen von deiner Marketingabteilung? Ich bin Marketingabteilung. Bleib stehen! Ich mach's schnell! Au! Als würde man gegen eine Stahlwand boxen. Oh, wie Tombstone. Die Droge in den Inhalatoren wirkt nur kurz. Ich muss zuschlagen, wenn sie nachlässt. Braucht ihr einen guten Dermatologen? Nur mal so. Er gehört mir! Hab ne Kugel mit deinem Namen, Spider-Man! Was ist das? Hallo, wo bist du so bewegt? Gib dein Bett, Spider-Man! Das letzte Mal, dass du dich angehst.
Hey, du willst nicht zufällig Pause machen, oder? Oh, Lonnie. Ralph? Hast wohl Sport geschwänzt. Er wird langsam fast geschafft. Droge wirksam. Zeit, ihn auszuschalten. Was zum Geier hast du mir verpasst? Ich fühle mich seltsam. Oh, weißt schon. Partikelentlockungsmittel. Das Übliche. Hallo? Du tust mir wirklich weh. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist. Willkommen daheim bei den Sterblichen, Lonnie. Erschöpft. Beenden wir's! Meine Zunge ist komisch. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, ja, absolut. 100% normal, glaube ich. Hoffentlich tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten oder sowas. Ha, erst wenn Suppe Knete bringt. Aber genau so mag ich es eben. Toller Kampf, tolle Herausforderung. Wir beide sind so unterschiedlich. Go!
Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar. Fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freue mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Okay. Yo. Gib mir okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind? Wohl nicht lange genug. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Hast du schon mal so ein Feuer gesehen? Chemisch. Wer weiß, was hier gelagert wurde. Ja. Mann, ich dachte, ich hätte keine Motorräder. Okay, just keep moving, right? Story müsste hier weitergehen. Genau, bei Dr. Tavis im Labor, der hat ja zwischendurch ein paar Mal angerufen. Ha, eine Taube! Nicht wegfliegen, bitte! Halt alleine ein bisschen weitergemacht an seinem Projekt. Und dann schauen wir mal, wie weit er gekommen ist. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Bestes Abend? Ah, ist egal. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Spannung 1. Links ohne Minus Ding, ne? Nee. Verdammt. Sehr schön. Okay, und jetzt? Weiter. Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis.
4, da haben wir eine minus 1, da haben wir eine plus 3. Aber das geht doch schon mal gar nicht. Wir müssen das einmal runter schicken. Sind hier zwei nebeneinander. Ich komme doch nicht auf. Können nicht um die Ecke. Ich kann die auch nicht rausnehmen. Ach so, okay. Dann machen wir das generell einfach anders. Fertig. Hat der schnellere Reaktionszeit als mein Bildschirm. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Dann bau was Neues ein. Warum muss ich hier rumhantieren? 5 Zielspannung. Genug.
Ne. Diese Puzzles. Okay, irgendwo muss ich was ändern. Und hier war... Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Ja. Könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Oh, Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Okay. Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbung. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Galliumseidenarray, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial! Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Cool, das Spiel sucht jetzt schon Ausreden, warum er durchdreht. Nice.
Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja ein Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreibt. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Ein paar Stunden. Wow. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt also. Gut, ich komme gleich. Bis dann. Was machst du hier? Oh. Oh, er ist ein Kämpfer. Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Bist du verletzt? Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Gleich reißt er mir den Arm ab. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, Fäuste hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens, lass dich nicht vom Adrenalin leiten.
Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutz die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ja, ganz genau. Okay, nur diesmal schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Okay? Ich halte das auch. Oh, sorry. Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay, Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Das war Spider-Man. Das Asyl sollte gleich da vorne sein. Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie. Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass. Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh, Mann. Hab ich voll vergessen. Ach, Mann. Er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg, hab's meiner Mom versprochen. Cool. Bis später. Dann mal alle die Ausweise raus. Ausweiskontrolle. Soll das ein Witz sein? Das wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht will, könnte ich über den Zaun. Haben Sie ihn gesehen? Wow, das war zu einfach. Krass, dass Sables Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. Dann gehe ich wohl besser aus dem Weg. Hacking App, steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. The heck? Hacking App, steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. Geh dahin. Überprüfe Sektor. Alles ruhig. Mal sehen. Ich kann unter dem Tor links durch oder über das Gerüst rechts drüber. Ruhig bleiben. Ich muss ihn ablenken. Nein, kein Widerstand. Was ist Ihr Problem? Vielleicht sollte ich Sie gehen lassen. Das passiert, wenn Sie mich anlügen. Sie haben jetzt das Sagen in der Stadt. Hoch. Also, sind Sie jetzt ehrlich zu mir? Ja. Verstanden, Zentrale. Die Luft ist rein. Komm schon. Ignorier mich. Ich bin nicht da. Zentrale. Okay, bin in Sicherheit. Verdammt. Oh, hey, Mom. Hi, Schatz. Bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich meine, sie war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seiner. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem lieb, wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh, mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich rufe dich auf dem Heimweg an. Okay, und hier machen wir dann weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.